Willkommen zurück im Wohnzimmer und heute geht es um ein Thema, da ist immer Konfliktpotenzial drin, Hochzeitsspiele. Vorweg, macht bitte nur das, worauf ihr wirklich Bock habt. Also man denkt ja immer bei Hochzeitsspielen, jetzt kommt irgendwie der Babybrei um die Ecke und man zieht sich da irgendwelche lustigen Sachen an und nein. Hochzeitsspiel Nummer 1 und zwar gestaffelt von der Intensität. Ein relativ bekanntes Spiel ist das klassische Schuhhochhaltsspiel. Da werden beispielsweise Fragen gestellt wie, wer ist eigentlich der schlechtere Autofahrer? Ja, das ist übrigens mein Schuh. Hochzeitsspiel Nummer 2, das Publikumsspiel, kennt ihr sicherlich alle. Es wird ein Zettel hochgehalten, meistens von euren Trauzeugen. Und ihr müsst dann anhand des Publikums entscheiden, was steht auf dem Zettel. Das funktioniert dann relativ einfach. Zettel wird hochgehalten, euer Publikum hat 100 Leute, 50 davon stehen auf. Und ihr müsst daran abschätzen können, was auf dem Zettel steht. Und Hochzeitsspiel Nummer 3, Achtung, jetzt wird's wirklich aktiv, ist die Reise nach Jerusalem. Und René, dazu brauche ich jetzt zuerst ein bisschen Partylicht und Musik, bitte ab jetzt! Und bei der Reise nach Jerusalem geht es wirklich darum, eure Gäste wach zu kriegen, dass die aktiv werden. Wir holen die aus dem Suppenkoma raus, damit die gleich bereit sind für eine richtig geile Party. Und jeweils einer fliegt pro Runde raus, bis am Ende nur noch einer da ist. Und das Tolle ist, ihr könnt Aufgaben verteilen. Das heißt beispielsweise, Daniel ist gerade im August rausgeflogen und Daniel geht nächstes Jahr mit mir auf die Düsseldorfer Rheinkirmes und muss mir dann Eis ausgeben. Und genau. So läuft das Ganze ab. Das ist wirklich das Spiel, was vorm Eröffnungstanz kommen muss. Mega. Mit diesen drei Tipps beispielsweise sorgt ihr schon vor dem Eröffnungstanz für coole Stimmung. Und kommentiert einfach mal gerne hier unten rein, welches Hochzeitsspiel ihr schon so gesehen habt und wie ihr es fandet. Wir würden uns mega darüber freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst. Hier ist dieses kleine Glöckchen, genau hier unten. Und alle Infos zu uns, zu Daniel und Tobi, findet ihr in der Infobox. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir spielen jetzt Reise nach Jerusalem. Alles klar. Ich bin auch.